Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu diesem seltsamen Startbildschirm. Wir begrüßen euch zu Geheimakte 3, also Geheimakte Tunguska 3. Moment, ich möchte kurz etwas dazu sagen, aber erstmal machen wir dieses: Möchten Sie ein individuelles erstelltes Hauptmenü? Ja, das machen wir gerne. Und das ist selbst für mich etwas neu. So. Um Ihnen Ihr ganz persönliches Hauptmenü zu erstellen zu können, möchten wir Sie um eine Beantwortung folgender Fragen bitten. Sie erhalten eine Freikarte fürs Kino. Für welchen Film entscheiden Sie sich? Tomb Raider, Indiana Jones, Titanic, Harry Potter, Stirb langsam, E.T., Casablanca, Rocky, Fluch der Karibik, Dirty Dancing, Das Schweigen der Lämmer, Avatar. Ich nehme die Harry Potter Filme. Was machen Sie in Ihrer Freizeit am liebsten? Oh, das ist dark, das ist fies. Ich gucke gerne Fernsehen und spiele gerne PC. Von daher nehmen wir Computerspielen. So, haben Sie ein Lieblings-Adventure-Spiel? A New Beginning. Geheimakte 1 und 2 kenne ich bereits. Nur im Vorfeld zu sagen, Geheimakte 1 und 2 kenne ich bereits als Spiele. Das Schwarze Auge kenne ich nicht. Perry Road kenne ich auch nicht. Nein, das Lieblingsspiel ist nicht dabei. Welche Jahreszeit mögen Sie am liebsten? Ich bin zwischen Winter und Frühling. Aber ich mag den Winter sehr gerne. Herzlichen Dank, Ihr ganz persönliches Hauptmenü wurde erstellt. Oh. Huch! Was geht denn jetzt ab? Das ist mein persönliches Hauptmenü. Interessant. Cool. Cinema. Interessant. Okay, wie dem auch sei. Willkommen zu einem neuen Let's Play-Projekt, nämlich zu Geheimakte Tunguska 3. Warum spiele ich Geheimakte Tunguska 3? Es hat einfach den Grund, dass ich Geheimakte 1 und 2 bereits kenne. Ich habe sie vor vielen Jahren gezockt, bevor dieses Let's Play-Business überhaupt existiert hat. So, jetzt da Geheimakte 3 schon draußen ist, möchte ich natürlich auch gerne das Spiel weiterhin fortsetzen, weil ich 1 und 2 kenne, ich weiß, worum es geht. Möchte ich jetzt auch gerne wissen, wie es auch halt weitergeht, ne? Wie es mit Nina weitergeht und ihrem Freund. Und ich sehe ja schon das erste Easter Egg. Das Pfefferkuchenmännchen aus den Schreckfilmen. Wie süß. Gut. Ja, mehr gibt es ja nicht zu sagen. Ich kenne die zwei vorigen Teile. Darum ist es hoffentlich nicht verwerflich, wenn ich mit diesem Teil beginne. So. Ich guck mal eben, was kann ich hier machen. Hotspots. Ach so. Ah, okay. Aber ich will nicht dran lange herumreden. Wir starten natürlich ein neues Spiel mit Nina. Ich bin mal gespannt, worum es jetzt hier geht. Imhotep, hier bin ich. Habt ihr mein Gold? Die andere Hälfte, wenn der Auftrag erledigt ist. Vorwärts! Sichert auch die Bibliothek! Bei Anubis, wo sind sie hin? 40 Deben. So viel Gold fürs Vernichten von ein paar Papyrusrollen. Leicht verdienter Lohn. Gerade in dieser Zeit, wo der Krieg in den Straßen das Leben vieler meiner Brüder fordert. Diese Narren. Im Namen von Achillas kämpfen sie. Aber es gibt keinen Herrn, für den zu sterben sich lohnt. Im Schatten der Bibliothek wird mich niemand beim Überwinden der Mauer sehen. Aber ich sollte mich beeilen. Oh, wir sind schon mit dem Spiel gestellt, schon im alten Ägypten. Aufgabenhilfe-Menü. Wurfhaken, Seil, Brandsätze, Beutel mit Gold, Karte. Gut, was müssen wir machen? Dahinter liegt die Bibliothek von Alexandria. Dort befinden sich die Papyrusrollen, die ich vernichten soll. Möge Ra mir beistehen. Mit der Macht des Ra. Seit Achillas mit seinem Heer einmarschiert ist, wird in der Stadt gekämpft. Caesar hat sich mit seinen Truppen im Palast verschanzt. Das Geschrei der Sterbenden wird noch lange die Straßen erfüllen. Ich sollte das Durcheinander nutzen und mich meinem Auftrag widmen. Na gut. Die Mauer bietet genug Halt.
Jetzt muss ich nur noch einen Weg finden, der mich nach oben führt. Hier? 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 Ja, ist doch ganz einfach. Ich kann diese Spalte von hier aus nicht erreichen. Dann kletterst du so. So. Oh, ich habe gedacht, wir beginnen direkt mit Nina und ihrem Freund, die ja in dem letzten Teil Geheimakte 2 heiraten wollten, soweit ich weiß. Das ist doch mein letzter Erinnerungsfunke, den ich habe. Ich kann diese Spalte von hier aus nicht erreichen. Ich kann diese Spalte von hier aus nicht erreichen. Du und deine Spalte? Ich kann diese Spalte von hier aus nicht erreichen. Dann müssen wir jetzt... Ich kann diese Spalte von hier aus nicht erreichen. Dann machen wir das so. Dass wir hier... Ich kann diese Spalte von hier aus nicht erreichen. Ja, aber was ich kann diese Spalte von hier aus... Ich ja. kann diese... Ich kann die... So. Hopp. Ich kann diese Spalte... Der und seine Spalten. Ganz schön pervers. Gut. Also, geht doch. Jetzt auch. Ja. Mauern halten mich nicht auf. Und Wachen schon gar nicht. Solange sie mich nicht bemerken. Der Bursche muss weg. Am besten ohne Aufsehen. So, was können wir denn machen? Verflucht. Die Pferde haben mich gewittert und werden unruhig. Wir haben jetzt ein Beutelchen. Können wir den Wurfhaken mit dem Seil verbinden? Eine meiner leichtesten Übungen. Oh, Seil mit Wurfhaken. Was können wir denn noch machen? Ah, wir haben Hotspots zur Verfügung. Ihr Flackern erinnert mich an die brennende Stadt. So. Mauer zurück. Solange dort eine Wache steht, verlasse ich die Schatten nicht. Okay. Solange dort eine Wache steht, verlasse ich die Schatten. Vielleicht können wir ihn irgendwie ablenken. Ich bevorzuge elegantere Methoden, um Gegner auszuschalten. Außerdem brauche ich die Brandsätze noch, um die Pergamente zu verbrennen. Können wir irgendwas vielleicht... Nee, können wir auch nicht kombinieren. Was können wir denn machen? Ah, das ist Schlange. Sie ist lautlos und tödlich. Genau wie ich. Möge das Gift von Apophis nicht in meine Glieder dringen. Mit bloßen Händen wage ich sie nicht zu greifen. Na gut. Mit dem Lederbeutel. Ihre Giftzähne bringen den sicheren Tod. Zum Glück ist das Leder dick genug. Hallo, Schlange. Nee, kann man auch nicht verbinden. Das kann nicht funktionieren. Er würde mich doch sehen, lange bevor ich die Schlange in seine Rüstung gleiten lassen könnte. Da muss ich was anderes gucken. Zu jung zum Sterben. Ich werde ihn auch so überlisten. Ja. Aber erstmal gucken, wie wir zum Stall zurückkommen. Wenn ich durchs Fenster in den Stall klettere, solange dort eine Wache... Allein, dass er daher steht und dass er nicht mehr mitbekommt, dass hier ein Schatten sich herumbewegt. Das wundert mich. Pferde fürchten Schlangen. Oh. Das ist fies. Ihr Kampfleim scheint die Pferde heute besonders nervös zu machen. Wenn sie sich verletzen, bekomme ich Ärger. Wow. Ruhig, ganz ruhig. Das funktioniert. Wahnsinn. So viele Schriftrollen. Weinamphoren wären mir lieber. Dort hinter der Tür, am anderen Ende des Raums, befindet sich das Ziel meines Auftrags. Ich hab's fast geschafft. Bei Horus müssen die denn gerade jetzt auftauchen. Ich muss auch an ihnen vorbei. Ach nö. Gute Idee.
über den Balken laufen. Ah. Anubis. Dieser Balken ist morsch. Ich kann ihn nicht überqueren. Dann vielleicht da lang? Das klappt offenbar. Das könnte vielleicht funktionieren. Ich habe es bis hierher geschafft, ohne dass mich jemand entdeckt hat. Dabei soll es auch bleiben. Ah, da geht's weiter. Ja, dort will ich hinein. Aber ich kann hier nicht unbemerkt nach unten klettern. Aber kannst du durch das Fenster laufen? Der Lärm, den ein solcher Sprung verursacht, würde mich verraten. Warte, wo ist das Lärm, wenn du springst? Moment. Das geht doch gar nicht. Die Wachen würden es hören, wenn ich den Eisenhaken werfe. So macht er zu viel Lärm. Nee. Wandsätze? Nee, kann ich nicht benutzen. In den Schalen wird Öl verbrannt. Ah, vielleicht kann ich ja dazu eins... Nee, Quatsch. Wenn ich die Brandsätze schon hier zünde, werde ich entdeckt. Nee. Das muss ja auch eine Möglichkeit geben, dass wir da irgendwie vorbeikommen. Ich benutze gerne die Hotspots, um zu sehen, was ich hier alles. Das Knarren des Holzes hat. Ja. Was ich benutzen kann. Was machst du denn jetzt? Moment. In den Schalen wird Öl. Habe ich nichts, was ich benutzen kann? Nee, ne? Ich gehe nochmal zurück auf die andere Seite. Vielleicht habe ich ja irgendwas übersehen. Ah. Der Leinenstoff könnte nützlich sein. Ah. Auch nicht. Okay. Warte mal. Nee, das hilft auch nicht. Ich dachte, ich könnte ihn jetzt drüber ziehen. Mehr gibt es ja auch nicht, ne? Nee, auch nicht. Vielleicht. Ich werde das Leinen in Streifen reißen und den Wurfhaken damit umwickeln. Ah, jetzt verstehe ich. Dann kannst du mit dem Leinentuch den Enterhaken gefahrlos verwenden. Nicht schlecht. Menresra. Wie heißt der? Menresra. So heißt er, also unser Held. Von damals. Das könnte klappen. Der umwickelte Haken wird kaum Lärm machen und ich kann mich am Seil zum Fenster hangeln. Jetzt noch die Brandsätze zünden und dann so schnell wie möglich raus hier. Aber erstmal schauen wir uns mal um. Vielleicht gibt es ja noch irgendwas, was den Wind nehmen kann. Ich stelle niemals Fragen. Trotzdem wüsste ich zu gern, was auf diesen Papyrusrollen steht, dass ihre Vernichtung meinen Auftraggebern so viel Gold wert ist. Eben, das meine ich ja. Ich würde gerne wissen, worum es geht. Jedes Gefäß trägt das herrschaftliche Siegel Bayra. Nur ein Papyrus mit Zahlen und Zeichnungen. Was soll daran so wichtig sein? Vorwärts! Wenn der Eindringling auch nur eines der Tongefäße in die Finger bekommt, werden wir alle an die Krokodile verfüttert.
Oh. Wir müssen ihn finden. Los, ihr Penner, links. Der Rest kommt mit mir. Haltet eure Waffen bereit. Ich sollte mich beeilen. Mein Eindringen ist wohl kein Geheimnis mehr. Oh, schade. Deep Silver Presents. Ein Game bei Animation Arts. Geheimakte 3. Nur mir passieren. Ich verpasse meine eigene Hochzeit. Oh. Tut mir leid, dass ich zu spät. Max, was ist hier los? Wo sind die Gäste? Mein Vater, wo... Psst, es geht los. Liebes Brautpaar, werte Gäste, herzlich willkommen in Finisterre, am Ende der Welt. Jetzt, da alle ihren Platz eingenommen haben, können wir mit der Zeremonie beginnen. Wovon spricht er? Hier ist doch niemand außer uns. Wo sind die alle? Wir haben uns heute hier versammelt, weil Nina Kalenko und Max Gruber den heiligen Bund der Ehe eingehen wollen. Ich möchte meine Predigt mit dem Trauspruch beginnen, den sich die beiden ausgesucht haben. Zweiter Brief Petrus, Kapitel 3. Und siehe, es kommt der Tag des Herrn, an welchem Feuer vom Himmel regnet. Die Erde wird vor Hitze schmelzen, und alle Menschen und Tiere, die sich auf ihr finden, werden verbrennen. Hä? Das ist doch nicht unser Trauspruch. Was ist hier los? Das ist doch keine Hochzeit. Max! Hallo? Hört mich denn keiner? Ich komme hier nicht mehr raus. Max, wo steckst du? Hallo? Hoffentlich ist er in Sicherheit. Sehe ich etwa schon Gespenster? Egal. Nichts wie raus hier. Auch wenn das heißt, dass ich einem Geist folgen muss. Ich hatte Ninas Synchronsprecher ein bisschen anders in Erinnerung. Mit bloßen Händen kann ich den nicht aus der Wand ziehen. Ich sollte wenigstens das Regal löschen, damit ich nicht komplett vom Feuer eingeschlossen bin. So, Taufbecken. Das weitgehend unbekannte 11. Gebot lautet, du sollst keine absurd schweren Taufbecken einstecken. Oh, göttlich. Das weitgehend unbekannte 11. Gebot lautet... Was umgeht, weit 11. Boah. Den Talar mitnehmen. Vielleicht träumt Nina das alles nur. Der Talar ist mir zwar viel zu groß, aber ich nehme ihn und den Kleiderbügel trotzdem mal mit. Okay. Was haben wir hier? Eine Fuge. Ich breche mir höchstens sämtliche Fingernägel ab, wenn ich versuche, den losen Putz aus der Fuge zu kratzen. Oh Mann. Damit könnte ich den losen Mörtel herauskratzen. Okay. Mal sehen. So. Tiefer komme ich nicht. Immerhin ist die Fuge jetzt auch deutlich breiter. Die Fuge ist jetzt zwar breiter als vorher, aber nicht viel tiefer.
Was müssen wir machen? Ich kann weder die komplette Statue noch irgendwelche Teile davon verschieben oder bewegen. Und zum Hochklettern ist sie zu glatt. Nehmen wir mal den Wischmopp. So. Dann können wir auch wahrscheinlich mit dem Wischmopp hier ins Taufbecken. Das wäre mal ein originelles Motiv. Putzteufel in Flammenhülle. Warte mal, da ist noch ein Kelch. Den kann ich mitnehmen. So, nasser Mischmopp, brennendes Regal. Gut, dürfte ein Weilchen dauern, aber damit werde ich das brennende Regal sicher löschen können. Einige Augenblicke später. Das wäre geschafft. Gut. Ein loses Brett, das den Brand halbwegs unbeschadet überstanden hat. Nagel? Mit bloßen Händen? Okay, vielleicht mit dem Kleiderbügel. Ich könnte den Nagel in die schmale Seite des Kleiderbügels einklemmen und dann... Es hat geklappt. So. Nee, das klappt nicht, das klappt nicht, das klappt nicht. Aber gucken wir mal, was hinter dem Wandteppich ist. Ich bin zwar kein Experte für Wandteppiche, aber selbst ich erkenne, dass ich den hier weder herunterreißen noch zur Seite schieben kann. Muss ich ihn allerdings irgendwie beseitigen, um zu sehen, was dahinter ist. Warte mal. Vielleicht mit dem Nagel. Auch nicht. Mit dem Brett. Auch nicht. Auch nicht. Was kann ich denn machen? Ich habe das Brett gerade erst vor den Flammen gerettet. Warum sollte ich es jetzt verbrennen? Um da durchzurennen. Warte mal, ich habe eine Idee. Auch nicht. Soll den Mob anzünden? Okay, wer weiß, wozu es gut ist. Ansonsten gibt's halt einen Wischmob weniger auf der Welt. Auch kein Verlust. Jetzt haben wir einen brennenden Mob. Ah. Ich ahne es. Ah, es tut mir so leid, das heilige Gemälde. Hinter dem Teppich ist eine Öffnung. Warte mal, vielleicht... Der Fremde ist im Glockenturm verschwunden. Wahrscheinlich die einzige Möglichkeit, hier rauszukommen. Okay, dann kippen wir mal die Statue um. Ich kann wieder die komplette... Wenn ich wüsste, wie ich da reinkomme, wäre das vielleicht meine Rettung. Aber, warte mal. Nagel? Das lockere Gestein habe ich bereits entfernt. Der Rest ist zu massiv, da bräuchte ich eine Spitzhack oder Das lockere Gestein hat... Echt, das Brett? Jetzt passt das Brett perfekt in die Fuge. Und wenn ich es richtig platziere, kann ich auf die Statue klettern. Vielleicht komme ich ja von dort aus irgendwie in den Turm. Dann klettern wir aufs Brett. Einen besseren Verwendungszweck werde ich für das Brett wohl kaum finden. Also bleibt's, wo es ist. Echte Abenteurer lieben Herausforderungen. Sie können sich deshalb auch gerne an der schwierigeren Variante dieser Aufgabe versuchen. Trauen Sie sich das zu? Nein, ich spiele lieber die einfache Variante. Wie bei der Schaukel. Wenn man ganz außen ist, das Gewicht in die andere Richtung verlagern. Vielleicht hilft mir auch das Knirschen der Statue, den richtigen Rhythmus zu finden. Na komm. Vielleicht erstmal links. Nochmal. Also irgendwie klappt das nicht. Moment. Warte mal.
Okay. Ich weiß ja nicht, was ich machen soll. Oh, Emine. Würde ich sagen, bleibt mir gewogen. Und bis morgen zur geheimen Aktion Tunguska 3. Ciao.